Moin allerseits und willkommen zurück zu Deponia Doomsday und ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich hier machen soll. Was soll ich hier machen? Ich hab's vergessen. Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Ja, was sollte ich in der letzten Folge machen? Ich hab's nämlich vergessen. Was war's? Oder genau, was das ist hier auch passiert? Gut. Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Monster Trucks. Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Puh, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Ja, das ist ein bisschen unangenehm hier, weißt du, das zieht so komisch. Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Muss ich mir das alles wirklich merken? Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spielen. Ich soll nur meine Paintball-Gun mitbringen. Okay, gefüllt oder leer? Weil ich glaube, schießen sollte man schon irgendwie mit Munition, oder? Ist halt nur so eine Vermutung, ne? Trostpreis? Ich hab's mir überlegt. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben, dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Okay, dann brauche ich also 20 Ballons. Gut. Ach, jetzt weiß ich wieder, ich brauche die Ballons, um den Trümmerteil da hochzukriegen. Jetzt weiß ich's wieder. Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Oh je, Problemo grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. Ja, aber echt mal, ne? Woher kriege ich denn jetzt Munition? Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur, das reinste Sonnenbad. Tschüss, Ronny. Genau, bye bye. Ach, wobei doch, ich hab ne Idee. Hier, Eiskugeln, ne? Die könnten doch theoretisch als Paintball-Munition dienlich sein, oder? Hoffe ich zumindest jetzt mal. Ja, super. Wie kriege ich denn bitte das Eis hier auf einmal hingeklatscht? Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, ich meine. Es liegt doch an. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr wohl, mein Herr. Ach, was soll's, bevor es umkommt. Ja, lecker. Habe ich was bekommen? Nein. Kriege ich dann Tutti Frutti Eis? Ah ja, schön in Pink oder Rosa. Immer noch Sapsche? Ich bin um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Dann klatschst du einfach das Eis auf das Feuer. Schoko-Eis? Immer noch Sapsche? Ich bin um Vergebung. Uns sind hier unten. Okay, lass mich raten, ich muss hier unten was machen. Ich muss hier was machen, richtig? Fragt sich jetzt gerade nur was. Vielleicht einfach die Paintball-Gun da reinballern? Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Ja, das Eis soll doch als Munition dienen. Menü. Oder komme ich jetzt... Ach, warte mal, hier komme ich doch bestimmt jetzt rein, oder? Oder auch nicht. Jemand zu Hause? Eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Menü. Oder kann ich das einfach aufstellen? Damit ließe sich die Tür bestimmt aufbrechen. Vorausgesetzt, es gäbe eine Stelle, wo man ansetzen kann. Aber hier ist alles so dicht wie Tonis Mutter am Grill Donnerstag. Ach, deswegen ist sie rumgetorkelt und hat die Gläser kaputt gemacht. Ja, das erklärt alles.
Dann, hey. Komm schon, Mac. Willst du wirklich hier bleiben? Was? Nein, im Gegenteil. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Wir müssen zurück in unsere Zeit, bevor wir noch... Psst, sei mal ruhig. Hörst du das auch? Nein, ich höre nichts. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte irgendwelche dämlichen Einwände gehört, um diesen erhabenen Moment zu ruinieren. Ja, wie? Wo kann ich denn da hin? Ach so, zurück ins Schiff. Okay, ja, schön, dass du mir deinen Arsch entgegenstrecken tust. Klappe? Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Genau, nimm mal ab, Junge. Ah, guck mal an, ein Feuerlöscher. Verdammt, ich komm nicht ran. Doch, Menno, dann hier, benutzt die Stange dafür. Ich behalte die Sachen lieber bei mir. Sie sind integraler Bestandteil meines Planes. Du sollst das Ding ja auch nicht reinwerfen, du sollst damit das... Ach Mensch, ey, Rufus, du denkst aber manchmal auch nicht nach, ne? Mach mal Platz hier, Junge. Du, McChronicle? Was treibst du da eigentlich? Hast du zu... Ja, vielleicht hast mal gucken. Hast du zufällig Paintball-Munition bei dir? Paintball-Munition? Wozu? Um Heliumballons zu gewinnen. Was willst du mit Heliumballons? Ich will schwere Trümmerteile von einem eingeklemmten Elysianer abtransportieren. Du weißt schon, dass das physikalisch gesehen kompletter Unsinn ist, oder? Wenn du mir nicht helfen willst, sag's doch einfach. Ja, und stell nicht meine Logik in Frage, ja? Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ja, super. Ich glaube, du hast... Hm? Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Ich hab keinen Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher. Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Beweisführung abgeschlossen. Ja, das ist wahrscheinlich eher Propangas. Wird schon laufen. Ich meine, ist doch dieselbe Bulle, ne? Also, irgendwas wird schon passieren. So. Tata, Rettung ist nahe. Genau, und der Knallfrosch ebenso. Gib mir ein Schokoreis. Oh. Dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. Dabei war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Tja, ich glaube, ich krieg mein Eis nicht mehr, ne? Oh. Weg mit dem Dreck. Oh, okay, dafür habe ich jetzt einen Haken. Da oben nutzt er mir wenig. Was soll ich denn jetzt mit einem Haken? Vielleicht, die Stange irgendwie? Ich muss die Pleite mit meiner patentierten Hakenstange nicht unbedingt wiederholen. Auch wenn sie letztlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass man im Notfall statt Glasaugen auch Hühnereier nehmen kann. Was Blumen angeht, bin ich ausnahmsweise einmal kein Experte. Darum habe ich auch die Gartenarbeit immer Toni überlassen und ihr auch nichts zum Jahrestag geschenkt. Ja, ist doch gut so, ne? Ich bin auch kein Experte in Salat kochen. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Ja, aber echt mal. Seit wann brauchst du überhaupt einen Fuß? Oder ein Bein? Oder überhaupt irgendwas? Du bist nur ein Arm. Wie komme ich jetzt an Munition? Ich meine, der ganze Eisgedöns ist doch hier kaputt. Oder kann ich trotzdem noch was machen? Oh, was? Ach, guck mal an. Kann ich den Haken vielleicht da ranpacken? Aha. Ja, super. Was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Ja. Super. Warum ist denn das Ding jetzt einfach abgebrochen? Oh. Ganz schön wackelig hier. Vielleicht sollte ich hier lieber schnell weg. Oder ich nehme die Kabeltrommel mit. Und... sie da rein. Und was mache ich nun? Hol ich mir noch ein Eis? Ach nee, warte mal. Ich muss das Ding hier bestimmt irgendwie abbrechen, oder? Wie kann ich denn das Teil hier abbrechen? Ha? Lücke? So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Eigentlich schon. Hey, warte mal.
andersrum. Nee, die muss gar nicht erdbinsicher sein. Lücke. Genau, Lücke. So. Hoffe ich zumindest mal. Was genau haben Sie vor? Dich befreien natürlich. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Ja. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen, das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Okay, ich glaube, ich muss hier noch mehr machen, oder? Jetzt brauche ich wahrscheinlich diese Heliumballons. Weiter versuchen. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Rufus, du strengst dich doch gar nicht mal an. Du ziehst nur so ein bisschen dran. Beweg dich endlich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Na, geht doch. Was? Hallo? Brech doch ab, das Ding! Achso, ich soll drücken, sehe ich gerade. Was? Ja, hängt doch stabil alles noch. Ganz so war's nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Na, warte. Hi, Goal. Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision? Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstielchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Ja. Nette Frisur hast du da, Goal. Wie soll ich jetzt hier wegkommen? Ich hab noch meinen Haken, okay? Kann ich den über darüber? Kannst du halt mal. Ja, aber du kannst nicht werfen. Also vergiss das mal gleich wieder. Ach Mann, dann halt hey, du mal das Ding. Mac, kannst du fangen? Nein! Was kannst du überhaupt? Aufkommende Schreckensschreie unterdrücken zum Beispiel. Dann mach das gefälligst auch. Ja. Also, man hört nicht viel von dir. Das kann man schon mal sagen, Gebälk. Oh. Treffer! das sollte doch so sein, oder? Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte Profis haben Visionsfrauen. Ja, aber ich glaube, die kannst du genauso vergessen wie Traumfrauen. Weil sie nicht existieren. Also, Wobei. Das sind nur Gedanken! So. Was muss ich denn jetzt machen? Hallo? Muss ich hier ziehen? Oder wo? Oder weißt du, oder wie? Warte mal. Zum Kabel klettern? Oh. Oha. Ja, super. Hochziehen? Mann, gut, dass Kohl aber da oben irgendwie gerade ziemlich gut hängen tut. Yeah, wenn die wüsste. Ding dong, aufwachen! Was? Wo? Huch? Ja, genau. Huch, wie in... Huch, das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil. Ach, was rede ich? Den Löwenanteil. Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg. Und du gehst vor. Na gut. Ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur.
Tropischen. Kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pampiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helf dir. Irgendwie mag ich die neue Goal. Ja. Kabel sie? Was hast du vor? Nein. Nein. Na, schon. Zwei. Lass it. Stopp! Nicht! Zweieinhalb? Du wirst uns noch umbringen! Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins. Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich? Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Jetzt aber. Das ist Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen? Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack, Mac. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Goal! Himmel, Herbert, noch eins! Sie hat die Zeitmaschine gestohlen. Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuelocks, Schnurrbärte. Moment, sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Joa. Piercing? Adler? Lass mich mal raten. Rufus sprang. Der Haken hat mal eben... Nettes Gitarrensolo, Rufus. Und ja, der Haken hat mal eben der Rest der Klamotte unterhalb der Gürtellinie mal eben so schön weggezogen. Mhm. Ja. Interessant. Jetzt habe ich hier eine Fliege gerade vor meiner Nase rumfliegen, die weg soll. Was ist denn das für ein Koffer? Was ist denn das hier für ein Koffer? Steckt da Cletus drin? Ist da Cletus irgendwie drin? Der muss doch irgendwie auch irgendwo reingepackt werden, oder? Rufknopf? Klar. Klopp mal drauf.
Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist, fahr zur Hölle! In den Hölle! Schanke denn! Ja, Schanke denn. Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Huh? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Ich glaube, der Toast ist fertig. In den Koffer rein! Man geht doch. Bist du im Koffer? Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Princess? Hat sie einen Hund? Mindy? Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack. Könnte glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und Rufus. Kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du? Ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Oh, verdammt. Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Ach, sag schon. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Mann, ey! Welche Tasche jetzt, ist das doch überhaupt? Haben. Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Ah, super. Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Hör auf, schon besser. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Was? Ach, es das war der Varan. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus. Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Ach, das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so
Weiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Na, das wird aber nie passieren, wenn es richtig läuft. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Ja, das wäre wirklich wissenswert. Allerdings werde ich das wahrscheinlich erst in der nächsten Folge herausfinden müssen. Und ich glaube übrigens... Rufus, wenn du einfach hierbleiben würdest, ich meine, die Zeit würde trotzdem irgendwann verursachen, dass Deponia... Ne, nicht Deponia. Wobei, nein, warte mal. Warum genau ist Elysium runtergekracht? War da nicht irgendwas? Am Ende vom dritten Teil? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber naja, was soll's. Hier geht's ja um was anderes, und zwar um die Manipulation der Zeit. Um alles irgendwie zu machen, was irgendwie anders sein könnte und besser sein könnte und wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar ziemlich schlecht sein könnte. Naja, keine Ahnung. Zeitreisen sind komplex. Komplexer als mein eigenes Hirn. Ich weiß noch nicht mehr, was 1 plus 1 ist. 5? Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.